Hallo und willkommen hier zu Assassin's Creed Freedom Cry und hier ist die letzte Mission. Und ja. Okay, steigen wir auf den Tisch und fragen ihn. Das letzte Gefecht. Es ist an der Zeit. Der Gouverneur wird selbstgefällig, seine Wachen faul. Sie haben ihre Schreckensherrschaft bereits vergessen. Das werde ich ändern. Sobald du Defayé erledigt hast, bist du hier nicht länger sicher. Und auch die Maroon nicht, sollte ich bleiben. Es macht mich traurig, dich gehen zu lassen. Wir sehen uns wieder und feiern die Unabhängigkeit der Maroon. Männerfreundschaft. Du kennst das Grundstück der Gouverneursvilla gut. Mische deine Träne weg. Wenn der Moment kommt, lass dich nicht erwischen. Aber nie doch. Und er sprintet ins Licht. Okay, nein, doch nicht. Warum geht das so? Das sind mal die fetten Kaliber. Oh, ich wollte eigentlich ihn auch. Okay. So. Decken Sie das Geisterschiff. Geisterschiff. Ich werde dir gar nichts verraten. Wie lange noch? Ich finde und töte jeden einzelnen von euch persönlich, bis ich eine Antwort habe. Wo ist das Versteck der Maroon? Okay, ich habe mal jetzt doch der entdeckt uns gleich. Machen wir das so. Nein, nicht schlafen. Ach Gott. Hat das jetzt angenommen? Was sieht denn noch aus? Ach komm schon.
Das war also keine gute Idee. Okay, dann machen wir das ein bisschen anders. Ach, was soll man machen? Das ist er, Ihr Anführer! Auf! Achso, da rennt so und so weg. Ach komm schon. Holy shit. Fängt ihr doch auf. Wow. Ach komm schon. Warum nimmt er nicht das menschliche Schild? Ich verstehe es nicht. Doch schwieriger als gedacht. Du kannst deine Brüder retten, antworte. Wo ist der Marun-Anführer? Schau mich nicht so blöd an. Also gut. Da du nicht rennst, muss der nicht sterben. Opfere mich, wenn du musst. In der Ruhe werden sie. So, einen habe ich noch. Thank you.
Das gibt's nicht. Endlich. Aber jetzt habe ich mal die ganzen Typen da vorne gerade eliminiert. Gibt es denn einen anderen Eingang auch? Und tot. Das hätte ich gleich von Anfang an machen können. Hilfe! Wer kommt zu eurer Rettung? Eure Sklaven? Die Aufseher, die euren Befehlen folgen? Erbärmlich! Was für ein Mann kämpft nicht für sich selbst? Warum? Ich habe schon oft aus Prinzip getötet. Doch noch nie wollte ich jemanden so leiden lassen, wie jetzt euch. Damit ihr versteht, wie es ist. Um sein Leben zu betteln, wie all die Ertrunkenen. Du meinst diese Sklaven? Das Schiff? Das sind noch nicht mal Menschen. Ohne Disziplin durch ihre Herren werden sie zu Rebellen. Zu Mördern. Wie du. Ich wünschte, so wäre es. Und jetzt muss ich fliehen? Nein, doch nicht. Was? Die Feuer mit einem Brandeisen eliminieren. Was? Das Brandeisen soll ich aufnehmen, aufheben und dann eliminieren, ist ja auch urschwer. Es ist aus. Er hat gelitten, dafür habe ich gesorgt. Kommst du, um Lebwohl zu sagen? Vorerst. Doch nicht ohne dir das zu geben. Oh. Nach all der Zeit. Willst du es nicht? Hast du keine Angst, dass es in Templerhände fällt? Ich fürchte Schlimmeres. Kein Templerplan hält deinem Zorn stand. Du machst noch Witze? In so einem Moment? Nur um meinen Abschiedsschmerz zu mildern. Du kehrst zurück zu deinen Assassinenbrüdern. Dann ist es wohl vorbei hier. Ich kehre zurück, ja. Doch ich spüre eine Umwälzung in mir.
Ich bin nicht länger jung. Ich muss mich jenen widmen, die um ihre Freiheit ringen. Mein Glauben an das Credo wird mir helfen, sie zu schützen. Zusammen mit allen, die mir helfen. Niemand interessiert sich mehr dafür. Ich behalte es als Andenken. Aber weinen wir gleich. Und das war die letzte Mission, sie war nicht atemberaubend. Da waren andere Sachen viel besser dran. Eindeutig. Das Finale hätte man viel besser machen können. Viel, viel besser. Aber naja. Natürlich die 100% Synchronisation, die anspruchsvoll, glaube ich. Aber sonst, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel. Und abonniert mich, wenn ihr euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr andere Sachen sehen wollt. Und liked das Video, falls es euch gefallen hat. Auf Wiedersehen. Yeah!